Das ist ein Modell des legendären DDR-Rennwagens MT-77. Das große Original steht derzeit in einer Garage in Reichstätt und wartet auf sein Comeback als Rennwagen. Das soll noch in diesem Jahr passieren. Umsetzen wird diesen ehrgeizigen Plan Jürgen Meißner. Er hat eine innige Verbindung zum Rennwagen MT-77, die nur einige Jahre pausieren musste. Jetzt soll ein Stück DDR-Motorsportgeschichte wieder lebendig werden. Ich bin der Jürgen Meißner, Fahrer der Nationalmannschaft der DDR aus dem Jahr 1976 bis 1989. Das hier ist mein 33 Jahre verschollen geklappter Rennwagen, den ich damals gefahren bin. Ich habe ihn zurückerworben und werde dieses Auto mit Hilfe regionaler Betriebe hier wieder restaurieren, um es dann wieder auf den entsprechenden Oldtimer-Rennen in Deutschland auf die Straße zu bringen. Dieses Auto ist der legendäre MT-77, M für Melkus, T für Tassler. Das waren die Hauptkonstrukteure, aber gebaut haben es in der Regel alle Rennfahrer. Das Baujahr ist 1977. Ich habe diesen Rennwagen im Jahr 1989 aufgebaut, baugleich mit dem Rennwagen von Uli Melkus und von Bernd Kasper. Wir drei haben uns dann auch 1980 bis zur Wende zusammengetan und haben diese drei Autos baugleich immer wieder entwickelt. Das Auto wurde im Wesentlichen gefahren auf allen ostdeutschen Rennstrecken, in Frohburg, in Schleiz und auf dem Sachsenring, also auf den damaligen Rennstrecken. Heute sind die Rennstrecken ja zum Teil auch anders strukturiert. Und natürlich auch zu den damaligen Rennen, Pokal der sozialistischen Länder in Russland, in Albena, in Rumänien, in Polen, in Tschechien, insbesondere hier in Most und in Brno. Das Auto hat sehr viele, sagen wir mal, Siege für die Nationalmannschaft erreicht. Wir haben insgesamt drei osteuropäische Titel, die man heute übrigens Weltmeistertitel des Ostens bezeichnen darf. Das Auto hat ein Leergewicht von 420 Kilogramm erreicht mit dem jeweiligen Getriebeübersetzung, Höchstgeschwindigkeit bis zu 260. Es könnte mehr fahren, aber die Rennstrecken müssen entsprechend so strukturiert sein, dass man auch eine lange Gerade hat, um dann zum Beispiel 300 km/h zu fahren. Das Schnellste, was das Auto je erreicht hat, das war auf dem Sachsenring, den Heiteren Blick herunter. Das gibt es heute nicht mehr, die Strecke. Das waren knapp 256 km/h. Die Leistung beträgt etwa 125 PS. Das Auto beschleunigt von 0 auf 100 in etwa 3 bis 4 Sekunden. Interessant ist, der erste Gang geht bis 96 km/h, weil man den nur eigentlich zum Anfahren braucht. Und dann wird das Rennen zwischen zweiten, dritten und vierten Gang entschieden. Also ich habe vor, das Auto komplett zu zerlegen. Jedes Teil, was hier am Auto noch zu finden ist, soll demontiert werden und wird einer eingehenden Prüfung unterzogen, ob irgendwelche Risse drin sind. Wie gesagt, das Auto war 33 Jahre in einer Scheune, ist von einem Fahrer noch gefahren worden zu zwei, drei Rennen und man weiß ja nicht, was passiert ist. Der Rahmen wird komplett entlackt, wird wieder neu gelackt, hier kommt ein neuer Unterboden drunter. Der Motor wird komplett zerlegt, wird geguckt, ob alle Lagerschalen in Ordnung sind. Das Getriebe wird nachgeschaut, ob alle Dinge in Ordnung sind. Die Bremsen müssen generell überholt werden. Das Gute ist, da hier alles aus der Produktion sozialistischer Länder ist, wir haben noch eine Unmenge von Ersatzteilen irgendwo liegen, die original sind, die wir dafür benutzen können. Wichtig für mich ist, dass das Auto mit möglichst wenigen aktuellen Teilen versehen wird, sonst wäre es ein Replika. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das Auto so naturgetreu da ist. Wir haben die Lackierung wieder mit der Summa-Wit-Werbung zu gestalten. Dort haben wir die Firma gefunden, die uns dort unterstützen wird, die wird das dann auch zum Messen ausstellen. Und wie gesagt, für mich ist es wichtig zu erwähnen, dass ich diese gesamte Rekonstruktion und die Dienstleistung zum Beispiel entlacken oder lackieren oder folieren und andere Dinge mit Firmen aus der regionalen Umgebung von Diepoldiswalde mache. Es wird natürlich so sein, dass ich einige Teile wegschicken muss, weil es da Firmen an der Ostsee gibt. Aber im Wesentlichen möchte ich das hier, dass das eigentlich eine Gesamtgeschichte, ein Restaurationsvorhaben für den großen Bereich Diepoldiswalde wird. Wir schätzen ein, dass die Restaurationsdauer, wenn alle Gewerke zügig vorangehen, etwa ein halbes Jahr dauern würde. Das heißt, im Herbst wäre es fertig. Aber da jetzt die Umstände etwas kritisch sind, gehen wir eher davon aus, dass wir es Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres fertigstellen wollen. Unser Ziel ist es, das Auto zum Sachsenringrennen nächstes Jahr auf die Piste zu bringen und dann zum 100-jährigen Bestehen des Schleizer Dreiecks
ich möchte, dass dieses Auto der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das liegt schon daran, dass ich kein Museum habe und auch nicht will, sondern ich bin Schirmherr des Archivs des Rennsports für die DDR. Ich habe also auch entsprechende Webseiten und ich möchte, dass das Auto gezeigt wird zu allen möglichen Veranstaltungen. Wir haben vor, eine Eröffnungsveranstaltung zu machen, vielleicht einen Betrieb zu finden, ein Autohaus zu finden hier in der Region, wo wir das Auto dann, wenn es restauriert, vorgestellt wird. Und ich habe jetzt schon Zusagen vom Eigentümer des legendären Melkus-Rennwagen, also des Bruders von diesem Auto, der dann auch seinen Rennwagen dort ausstellen würde, um auch mal zu zeigen, wie sind diese beiden Autos, die damals ja in der Nationalmannschaft und baugleich waren, aufgebaut. Und das ist eine Riesenfreude dann für alle, das mal zu sehen. Und da denke ich mal, wird halb Deutschland hier in dem Boldeswalde hoffentlich erscheinen.